In Graz musste sich heute ein oststeirischer Jäger vor Gericht verantworten. Der Mann gibt zu, im April des Vorjahres zwei Hunde erschossen zu haben, weil sie gewildert hätten, wie er sagt. Für die Staatsanwaltschaft seien die Hunde nicht nach den Bestimmungen des Jagdgesetzes erschossen worden, sondern mutwillig. Die Anklage lautet daher auf Tierquälerei und Sachbeschädigung. Vor Beginn der Verhandlung im Grazer Straflandesgericht haben Tierschutzaktivisten und Hundebesitzer heute früh bereits eine Mahnwache für die beiden erschossenen Hunde abgehalten. Ich bin einer der Betroffenen und wie gesagt, wir haben lange genug zuwarten müssen. Und Gott sei Dank ist jetzt soweit, dass jetzt verhandelt werden kann. Und warten alle demütig auf einen entsprechend positiven Ausgang, einen gerechten Ausgang natürlich. Die Jäger sind heute sehr darauf bedacht, nicht gefilmt zu werden. Dass die Hundebesitzer und Tierfreunde betroffen sind über den Tod der beiden Hunde, ist nachvollziehbar. Dass aber gerade hier beim Straflandesgericht, wo immer wieder Mordfälle verhandelt werden, bei denen es um das Auslöschen von Menschenleben geht, eine Mahnwache abgehalten wird für den Tod von zwei Hunden, stellt dann doch die Frage der Verhältnismäßigkeit. Der angeklagte Jäger fühlt sich heute nicht schuldig. Es sei seine weitmännische Pflicht gewesen, die beiden Hunde zu erschießen. Es habe bereits tagelang Beschwerden über zwei wildernde Hunde gegeben. Dass er die beiden Hunde mit einem Schuss erlegt habe, sei ein 1000-Gulden-Schuss gewesen. Das komme sehr selten vor. Für die Staatsanwältin ist es das mutwillige Töten von zwei Hunden, das nicht nach den Bestimmungen des Jagdgesetzes erfolgt ist. Daher muss sich der Oststeirer wegen Tierquälerei verantworten. Der Prozess wird vertagt, weil die Richterin zusätzliche Zeugen laden will.